So, ganz herzlich willkommen hier wieder in Forza Horizon 4. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid und heute gibt es wieder mal was ganz anderes als sonst. Wir sind nämlich, ja, wir mögen alle Top Gear und haben gedacht, wir ahmen das mal nach oder wir probieren mal das, was die früher mal probiert haben und machen eine Challenge mit einem Budget-Build. Und dafür müssen wir uns Autos im Auktionshaus kaufen, ziemlich billig und dann können wir so ein kleines bisschen was an denen machen und müssen dann auch schon die Challenge durchhalten. Und mit mir machen wird das Ganze der, das muss ich wieder aufzählen hier, der Sören, der Crapper, der Grolsch, der JK, Justin, Yoshi, User, Nice Fiber, Farox, Snowy und Merifinu. Grüß euch. Servus. Hallo. Servus. Guten Tag. Hallo. Moin. Moin. Hallo. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange und starten direkt ins Auktionshaus und suchen unsere Autos. Ja, wer zuerst kommt, mal Suchen. zuerst. Jetzt sehen wir, wer Timer läuft. So, Timer, kannst du starten? 10 Minuten haben wir jetzt Zeit. So, Ach, Moment. Perfekt. Wo finde ich jetzt das Auktionshaus? Da muss ich doch ins Haus fliegen, springen, oder? Ins Festival, ja. Und für die Zuschauer, wir haben folgende Vorgabe. Wir dürfen maximal 5.000 Credits ausgeben und der maximal Kaufwert von dem Auto darf 20.000 Credits nicht überschreiten. Das kann man auch einfach bei den Filtern im Auktionshaus einschalten. Das ist relativ einfach. Und dann finden wir hier ganz tolle Autos. Ja, richtig. Genau. Genau, noch so ein bisschen zu den Vorgaben, die wir haben. Wir haben danach dann 10.000 Credits Tuning-Budget und wir dürfen maximal, wenn das Auto Serie ist, ein Auto auf B700 kaufen. Darunter ist alles erlaubt. Wenn es getuned ist, dürfen wir drüber was kaufen. Zum Beispiel, ja, der TTS Coupé, wenn der jetzt getuned wäre auf 800, dürfte man den auch kaufen. Ist aber nicht. Aber wenn man getuned kauft, kauft man die Katze im Sack. Also man muss das Tuning dann auch fahren. Und ja, sieht da ganz schön übel aus, was ist Ich glaube, ich habe den falschen Filter eingestellt. Maximalgebot? Meine Fresse, was sind denn Maximalgebot hier für Dreckskarren drin? Oh, da hat schon einer von euch geboten. Maximalkauf also, ich habe 20.000. eben Ja, was ich habe geboten, schon aber ich geboten. glaube, ich greife mal richtig ins Klo. Also, Maximalkauf oder Maximalgebot? Warte, du stellst ein Maximalgebot 5.000, Maximalkauf 20.000, dann siehst du es. Das geht aber nicht. Warte mal ganz das kurz, geht Maxi, nicht. Ich muss mich schließen. Ja, ich weiß, das gilt Ich nicht. hab Maxi. Das war nämlich Höchstgebot 5.000. Ja, das darf man eigentlich 11.000, nicht. ich Ach, habe da drauf müsst ihr drauf geboten. achten. Letztes 6.000, ja, ich weiß. Ja, Ja, da müsst ihr jetzt drauf achten, dass er das einfach nicht macht, genau. Maxi, darf ich dann bitte für 7.000 Insel 6 überbieten, weil ich hatte die 5.000 gestellt. Also, ihr darf das Auto ich, auf jeden ja, Fall nicht nehmen, sag mal so. ja, ich wollte das Auto Nee, aber nehme nehmen. ich Ich habe für nicht. 5.000 Hast du geboten verkackt. gehabt. Ja, dann war es eigentlich schon dein Sieggebot, aber es könnte dich, du musst es halt trotzdem abwarten, ob irgendjemand Ja, anderes, aber ich der muss nicht hier bei über Farox uns erstmal ist. wieder drüber gehen. Ja, das darfst du machen, das darfst du machen. Danke. Ja, hä? Hä? Also, ich habe schon Auto, aber ich weiß nicht, ob ich das auch nehme. Ready, Sir. Wer hat mir meinen blöden Golf abgekauft, Mann? Aber Ja, ich Farox, wurde hast du mal die Reifen überboten. angeschaut? Die hab ich eben gesehen. Ich hab sogar einen Hey, hallo, Sportwagen. Ich kaufe hier Ich kann nicht mal das Auto einfach so 0 bieten, ein, bei wie meinem das sich Kollegen. empfinde. LWD, Hallo, ich finde es auch sehr frech, dass KNX das überhaupt. Ne, das war der Bieter. Oder? Oder kann mir wer ein Auto reinstellen? Nice, okay, da sehen wir jetzt schon, wie das Ey, Ray, man Martin. könnte auch einfach ein eigenes Auto rein, für Spaß. Aha! Ja! Das ist der ich Plan, hab ihn überboten. Du gibst einen Was hast und ich du? gebe einen. Ich hab dich überboten, aha! Ja, schön! Genau. Das Ding Und läuft vielleicht toll. kurz weiter im Ablauf, wir werden dann Challenges damit machen. Oh, wait, Und, das. ja, ich Warte muss mal. echt mal gucken, dass ich Noe, nochmal ein hast Auto den? kriege, dass ich auch noch tunen kann. Ja. Noe, hast du den Justin? Impreza getunt? Der Serie. Justin, warum hast du Bist du sicher? Sieggebot Der steht rechts, 16.000? Tuner Serie, Lackierer Serie. Jungs, seid mal ganz kurz leise. Justin hat eben zu hoch geboten. Ja, 16. Hallo, sofort kauft 16.000. Okay. Auf ein Ey, du sehr bist kleines Auto. frech. Endlich Ah. bald, endlich bald. Boah, komm, oh, komm, Mann. Mann. Der ist teuer, Komm, aber. Mann. Also das Sofortgebot Ich darf hab auch verkackt, unter oder? 20 Der sein? Nein, das Sofortgebot muss Nee. unter 20.000 sein. Und das Und Startgebot auch. du Und darfst darf maximal maximal 5.000 5.000 bieten. ausgeben. Come on, endet bald. Bitte. Warum ist das Serie? Wer Junge, wollte noch mal das ist mein. deine Challenge, allein immer ein Auto zu Boah, kriegen. nice, Fiber, du hast ja richtig auf den Kunden Maxi, du geboten. Hund, ich sehe, was du bekommen Auf hast. was habe ich denn geboten? Ja, ich habe ihn. Ja! Oh shit, aber wenn da jetzt jemand Das ist anders teuer. drauf An! wäre ja. Ah, der.
Ah, der kostet 5000. Den so hätte ich tatsächlich lieber als den, was ich jetzt schon gewonnen habe. Aber der ist gut, was wir gewonnen haben. Der hat nochmal eben auf den Subaru geboten. Oh mein Gott. I see something. Die Serie, scheiße, ich darf es nicht kaufen. Ach, Mann. Seht ihr das auch gerade alle, oder? Ja, es ist Serie, es ist egal. Ja, du darfst denn nicht. Detzen. Oh, Nice Fiber bietet alles weg, Junge. Ja, ich darf, Nice Fiber darf nur auf ein Auto bieten, weil er nur 5000 hat. Hm? Was? Nein, du darfst auf alles bieten, was du siehst. Ist so, auf alles, was du siehst. Ja, Jungs, dann versäuche ich euch jetzt eure Geburt. Ja, aber über 5000 darfst du nicht bieten. Ja, ist so. Nee, über 5000 darfst du nicht bieten, aber du darfst. Aber wenn du dann versaust, dann bist du raus. Wenn der Gegner auf 3000 bietest und du erhöhst auf 4000, dann darfst du das natürlich machen. Ja, hab ich auch vorhin schon mal. Hab ich schon zweimal gemacht. Ich hab's irgend gerade ein Auto geschnappt. Ja, ich habe auch ein Auto. Nice. Wie lange haben wir denn noch? Hat jemand den Timer im Blick? Ja, oh, nice, Fiber. Okay, was passiert, wenn wir dann kein Auto haben? I'm just saying, ne? Ja, musst du laufen. Du trittst zu Fuß an. Also das maximale, also normal, das maximale Startgebot darf maximal 5000 sein. Ja. Das Sofortkaufgebot darf bis maximal 20.000 sein. Genau. Ja, Krolsch, okay. Du darfst ja aber mal reinhängen. Ist weniger als die Hälfte der Zeit. Und ja, kann ich ja nichts für. Aussuchen oder am Einstellen. Ich hab da was gewonnen. Ich warte mal. Zählt die Zeit jetzt nur zum Auto kaufen oder auch zum Tune? Auch zum Tune. Alles. Also, oh, was? Oh, ich hab ein Auto gewonnen. Jungs, ich hab auch. Mein Auto bekommen. Oh, jetzt muss ich mich auch echt beeilen. So. Frag mal, und ich kann hier 10.000 auch noch rein. Und jetzt darf ich noch 10.000 Euro Trades reinholen. Alles klar. Kann man nicht das. Na, nee, ich kann nur. Moment. Justin? Was sind die anderen Werte? Hier? 10.000, 12.000, 14.000. Bitte. Fuck, ich hab den Golf verloren. Ja. Nein, ich kann nichts. Ich krieg nichts mehr. Justin? Was ist jetzt 10, 12 und, ach so, oh, Justin, je nachdem, wie lange haben wir noch? Hast du das Höchstgebot ausgeben? Ach so, je nachdem, welche Klasse du hast, oder? Kannst du das fürs Tuning ausgeben oder was? 10.000, ja. 12.000, okay, ja. Gut. 12.000, genau. Easy. Oh, der ist Auto braucht ein paar lange, Alter. Okay, was das ist das? Das habe ich vorhin gemacht, aber warum kann ich nicht 15 Minuten? Smart, dass du mit der Wissenzeit 15 Minuten hast. Justin! Justin! Alter, Justin, ich hasse dich. Alles weg, Junge. Ist so, Alter. Justin, ja, Justin, ich hab dir einfach alles. Ich hätte mir mein Auto einfach lassen können. Hättest einfach mein Auto lassen können. Leiser. Da ist das Ding. Und jetzt schnell tun. Ja, gut, okay, ich gebe auf. Ich nehme einfach das Auto, was ich jetzt gewonnen habe. Jetzt weiß ich nicht, was ich kaufen soll. Was ich immer noch mit gewonnen. Der war jetzt echt gut. Wie viele Minuten haben wir noch? Wie viel habe ich dafür nochmal bezahlt? 3. Das hatte? Oh, shit. Okay, das war 3 Minuten haben wir noch. Das schaffe ich nicht. Ja, wir können auch mal kurz Verlängerung geben, wenn ihr noch kein Auto geschafft habt. Mega. So, jetzt geht's an Tune. Da ist er. Ja, da ist das hat allein die Ladezeit, bis bei mir irgendwas geladen hat. An die Zuschauer, dass ihr das auch versteht. Wenn man ein Auto mit. Okay, dann ist ich habe einen Lexus LFA gewonnen. Oh mein Gott. 10.000. Nein, das glaube ich dir nicht, dass du Lexus LFA gewonnen hast. In der C-Klasse 12.000 und in der D-Klasse 14.000. Das ist hier alles viel. Ich könnte einen Tauschmotor reinmachen, aber sonst nicht. Sehr schönes Auto. Richtig gutes Auto, Alter. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist doch ganz. Ist jemand über mit dem Tuner-Auto über Bild gekommen? Nein! Bruder, ich hatte nice, erst hab ja einen richtigen Rumpf gezogen. Meiner ist B8, B6. Ah, das ist auch toll. Warte, jetzt bist du sauber. Nein! Scheiße. D, da. Ich hätte ein Auto, aber das dauert halt noch länger. Axel, ich hab die Katze im Sack gekauft und ich brauch noch 5 Stunden allein. Nee, das war eine Stunde 13 oder so. Ist bei B696. Mach mal auf jeden Fall. Das ist auch auf jeden Jungs, Fall. Das ist ein Volvo 850 eher. Ich hab ein Auto gekauft, was im Serienzustand war. Allerdings hat der Typ, der das verkauft hat, schon Teile gekauft gehabt im Tuning. Okay, ja, schade. Magere Zeiten. Ja, schade war das. Ja, okay, vielleicht können wir das. Nein, ich kann kein Auto. Oh lol, ich merke das natürlich doof. Also, ich habe kein Auto und ich habe noch eine Minute Zeit. Geil. Können wir sonst auch was länger machen? Ja, also, bis ihr ein Auto habt, können wir schon noch kurz verlängern, hätte ich gesagt. Okay, perfekt. Ich bin nämlich auch noch nicht beim Einstellen oder irgendwas. Ich bin auch gerade mal.
Junge Sören, ich fühle deinen Schmerz. Ja, das Auto ist so eine Shitbox. Dass die Leute jetzt kein Auto haben, dann gib ihnen eine Deadline von 2 Minuten, weil der Witz ist, die warten jetzt so lange, bis die was gescheites haben. Ja, also ihr müsst euch jetzt schon ein bisschen beeilen, dass ihr was bekommt. Und dann müsst ihr halt ein schlechteres Auto, das ist halt. Oh nein! Axel, deshalb meinte ich am Anfang, man soll nur ein Gebot abgeben können, weil jetzt hat Justin für alle anderen die Autos abgegeben. Ja, ist so, Alter. Der hat so ein gutes Auto abgezogen. Ja, aber ich komme nicht mal in C-Klasse. Ich hab nur Sören abgezockt. 10.000. Ich komme nicht mal in C-Klasse. Nein! Ich hab auch 3 Autos gekauft jetzt. Und wir konnten das gut. Das wurde weise. Ja, ich hab auch für 4 Autos insgesamt geboten, aber. Ich glaube, wir fahren eh alle ein ähnliches. 4 Autos. Maxi, ich habe eine Frage. Bei mir ist dasselbe wie bei Sören. Also hier sind halt schon gekaufte Teile. Mhm. Was ja, dann ja, probieren wir, what the fuck, hab ich da gerade für ein Design drauf? Ja, aber ihr wisst ja circa, was das kostet, so 2.000 ja. Kosten. So ansonsten kann man das auch noch nachschauen, dass ihr das hier drunter bleibt, ja. Oh, und 10.000. Ansonsten kauft doch das Auto nochmal kurz neu in der Automesse und dann benutzt das. Vielleicht habt ihr den sogar noch in der Garage. Ja, weil sonst habt ihr halt einen gekauften Motorsport, gekaufte Vorsatz und dann halt auch einen. Was hab ich mir da gerade eben für ein Tuning gemacht? Nee, tatsächlich hat er hier irgendwie nur Straßenreifen drauf gemacht und sonst hat. Ja, scheißegal, wir lassen das einfach. Ja, nee, aber es geht halt nicht. Okay, du könntest ja danach alles behaupten, was das Auto gehabt hätte. Der hat im Auto ein Feintuning. Wenn dann einer kommt, so nach dem Motto so. Ich hab einen LFA bekommen für 5.000 und der hatte den Motorsport. Warum wackelt der Spoiler so? Sie auch. Achso. Ach, ja auch. Und das wäre dieser Moment gewesen, wo ich das meiner 10.000. Wann ist die reguläre Zeit um? Die ist schon seit einer Minute um. Ja, die ist fertig, Mann. Dann, ja, haben jetzt alle ein Auto bekommen eigentlich? Nein. Boah, lass mal bitte die Leute, die schon ein Auto haben, an den Platz stellen. Ihr habt jetzt noch 2 Minuten und dann treffen wir unseren Platz, bitte. Ah, perfekt, ist in 2 Minuten zu Ende. So, was gibt's denn hier für ein schönes Design? So ein richtiges. Bietet halt mal auf alles, was da drin ist. Irgendwann werdet ihr doch schon gewinnen. Hilfe ist wichtig. Wir brauchen nur Achsübersetzung. Ah, fährt sich auch. Alter, Maxi, ist das Krampf. Oh, ich hasse mich dafür. Oh Gott, okay. Das Getriebe wollen wir. So lange wollte ich es eigentlich. Ich hab noch 400 übrig. Höchstgebiet. Ja, Höchstbieter Justin. Höchstbieter Justin. Gar keine Erklärung. Es ist nur noch ein Auto. Das andere habe ich schon. Wenn sein Gebot unter 5.000 ist, darfst du ja noch drüber bieten. War dein Auto schon getuned? Kenneth? Bitte Teile, 0 Credits, okay. Naja, wenn du dein Auto fährst, dann müsste ich anzeigen, das Auto wurde schon getuned vom vorherigen Besitzer. Richtig, genau. Das Auto war bereits getuned und ich habe es für 5.000 erworben. Und man muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe die Katze im Sack gekauft, ich kann mal ein bisschen spoilern. Mein Getriebe wurde übersetzt, dass ich maximal 220 fahren kann. Danach ist Start im nächsten Gang. Ich habe Drag Tires drauf. Ah, das ist schon okay. So. Also gut. Ja, ganz ehrlich, aber dann hätte ich auch ein S1 Auto kaufen können, wenn das getuned gewesen wäre, auch wenn es serienmäßig S1 gewesen wäre. Gut, ja. Aber das Sofortkaufpreis, der muss ja drunter liegen. Ja, ganz ehrlich, aber gibt's Autos mit die S1 sind. Halt 2 Stunden erst ab. Ja. Da gibt's einen dementsprechend Volvo, halt auch sich eher und so. Aber ich würde sagen, wenn er die Regel zwar reinbringt, nehme ich das andere. An meine Zuschauer, ich setze jetzt hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns bei der Autovorstellung. Bis dann. Ja, ich mache auch jetzt Pause. Bis gleich. Also ich finde, So, und wir haben uns jetzt getroffen mit unseren wunderschönen Autos und wir werden das mal so ein bisschen den anderen erzählen, was wir denn eigentlich da geangelt haben. Mit unserem. Naja, Stadtbox, das kann man eigentlich nicht mal sagen. Das sind eigentlich schon coole Sachen dabei. Würde ich sagen, Justin, ab dann. Ja, ich habe auf 80.000 Fahrzeuge geboten. Es war das Einzige, was ich bekommen habe. Hab ein bisschen Gewicht raus, ein bisschen Federn dran und Turbo ist immer gut. Von dem her, ich bin knapp unter B700 und ja. Ja. Genau. Dann mache ich weiter. Ich hab's ja Gott sei Dank den S2000 bekommen. Nur 10.000. Kann man dann ein bisschen schneller fahren. Gewicht rausmachen, man kann ein kleines bisschen was am Motor machen, vielleicht einen Turbo rein, aber natürlich ist der Heckantrieb und Power-Amenities ist ja eben sehr schneller. Okay, Schöpfer. Ja, ich glaube, ich habe die einzige richtige Shitbox hier aus dem ganzen, aus der ganzen Runde hier geholt. Also irgendein Porsche, der komisch aussieht, hab da ein bisschen Leistung reingemacht, ein bisschen bessere Reifen.
ist ein Aero und ja, das war's. Mit dem Fairing braucht man ja nicht. Fairing sind unnötig. Aber jeder Sticker bringt 10 PS, deswegen habe ich ganz viel Sticker von mir drauf gehauen. Das ist cool. Kann der Gelbe hinter mir eigentlich bremsen oder nutzt der Der bin ich jetzt dran, wa? Ja. So. Also, ich habe hier den Mitsubishi Evo 9, ist es glaube ich, mir geangelt für 5000 Credits. Konnte noch ein bisschen was am Auto schrauben, aber nicht viel. Ich habe ein bisschen am Getriebe gemacht und das war's dann eigentlich. Reifen ein bisschen rausgeschoben, ein bisschen breiter gemacht, das seht ihr bei mir in der Aufnahme. Und ein bisschen am Motor und dann war Schluss aus die Maus mit lustig. Yoshi, komm nach vorne gefahren. Also, weil können wir vielleicht ein bisschen schneller fahren, sonst sind wir morgen noch nicht da. Ja, ich schwöre. Also, ich habe mir hier den wundertollen Touareg geholt. Wundertoll. Hab dann. Die Wundertüte. Hab dann Turbo reingeklatscht. 300 kW mehr. Ich bin auf irgendwie 1300 Newtonmeter gekommen. Mit 400 kW. Ich frage mich immer noch, wie das geht. Diesel. Ja. Okay. Das ist dein Hauptgas. Dann Absurd, ne? Ja, also ich habe das gleiche Auto wie Crapper. Wunderschön 944 Turbo. Ja, ich habe den für 4000 Credits erstanden. Bin relativ stolz, weil Porsche ist eigentlich immer gut. Ja, und dann halt für 10.000 das, was irgendwie ging. Ja, ne? Bleib mal stehen, lass alle mal durch. Sonst haben wir irgendwann Autos doppelt. Ich guck so nach hinten auf das Auto. Okay, cool. Hey Sören, lass dich zurückfallen, der hinter Sören. Ja, Junge, ich stehe die Kontrolle nicht an mir vorbei, weil die so langsam oder nach vorne fahren. Ja, gib es, kann ich nicht Gas geben. Justin, gib Gas. Aua, 100 km/h gegen John. 50. Ja, 50. Sonst ja, wie viel Weg sollen wir fahren? Sollen wir einmal in Edinburgh Hallo sagen und dann zum Festival? Nein. Dann sind wir übermorgen noch nicht da. Farox, next. Oh. Farox, mach komm. Komm, fahr. Ja, ich hab. Zeig mal, was du kannst. Also auf europäischen Junge. Mehr als ich werde mal weg. Genau das Pinball wünschen wir uns. Ja. Okay, gang rein, los. Auf dem afrikanischen Markt hier ein altes Safari Land Rover geholt, Kompressor drauf, Leichtbau, hatten im Prinzip Dreiganggetriebe. Da kommt überhaupt noch hin. Ich habe ein Dreiganggetriebe. Komm Leute, komm, hopp. Bin ich mal auf B-Klasse gekommen und oh je. Ja, also zum Thema Shit, ja, hier ist ja hier ist anwesend. Okay. Anwesend. Anwesend. Okay, cool. User. Jetzt kommt hier Power Liga. Ich habe das Auto mit dem höchsten LI hier mit 890. Allerdings muss ich dazu sagen, ich kann bisher nur fluchen, denn ich habe definitiv Drag Tires drauf. Und der das Auto getuned hat, hat einen sechsten Gang auf 220 km/h abgenickelt. Das heißt, der LI bringt nichts, weil ich ihn absolut nicht ausfahren kann. Wieder eine Das ist ja. Doch auf Maxi, fahren wir heute Powerstrecken, habe ich gehört. Ich hab nur enge Hände. Ne, wo man so in der Serie einfach schon 300. Okay. Das bringt immer mit Drag Racing auch nichts. Klein. Und. Murphy ist das. Jo. Was ist das? Ja, ich hab Tuning den Old McGun. Ich hab keine Ahnung, was ich beim Tuning gemacht hab. Ich weiß, ich hab ein bisschen aus den Rädern gemacht. Ey, fährt schon weg. Ja. Oh, hat er scheinbar. Sören? Ja, alles klar. Alter Sören. Was ist der nächste? Wir müssen schneller fahren. Alter. JK, wir jetzt müssen schneller wir fahren, wir kommen absolut nicht vorwärts. Joa. Alle radiert eigentlich immer, deswegen Audi. Halt, du hast den S1 bekommen. Sören, was machst du? Dann Reifenbreiter. Alles Gewicht drauf und das war's eigentlich schon. Okay. Versuch die Kolonne ein bisschen schneller zu machen. Ja, wer fehlt denn jetzt noch? Pascal und ich. Pascal und die. Mich so. Bleib doch nicht mit drin stehen. Oh, der Fokus, den ich hab, Leute. So. Nur diese Leute, die Reihenfolge nicht halten können. Danke, JK. Also, ich hab mir den Fokus gegönnt.
696 und dann passt direkt auf 700, dass ich nur noch spielen muss. Ab dann. Das geht umgebaut. Yoshi. Ja. Ja, der gehört da nicht hin. Bei der Fest 250. Ihr sollt fahren, nicht parken. Ich hab sich keine Ahnung, was meiner Spitze fährt. Also absolut. Tschüss. So, der letzte, oder? Das ist Karma so. Der Cheater, der Cheater, der Cheater. Nauze. JK Powerbill Gaming. Ja. JK Cheater Powerbill. Ich fahre einen Volkswagen Golf R32, keine Ahnung, was das war. Ja, gut, JK, ich bin auch wieder weg. Ja, natürlich. Ich bin der Letzte. Das Letzte. Wenn er richtig wollte, das einfach sagen. Mal geradeaus. Nein. Ja, wir fahren mal ganz gerne. Also, ich habe ein paar Reifen aufgezogen und ansonsten Getriebe und Differential gemacht. Mehr nichts. Sören, darf ich fragen, warum du die ganze Zeit irgendwo versuchst zu überholen? Wann? Ja, weil wir das jetzt langsam dann gehen. Ich will auch mal schon da sein. Und ich würde sagen, ihr und ihr ist euch beide ans Festival. Ich starte mal die erste Veranstaltung. Das, denn du wollt? Denn auch wenn wir langsam Autos fahren, so ein bisschen gucken und längst. Ja, natürlich auch. Ich hab den längsten. Was? Hallo Krepper! Alter, was für ein Tourreck, du? 1300 Newtonmeter. Alter, ein Tourreck aber auch. Alter. Jo. Ich hab ihn rausgespült. Das bringt ihn aber nix. Aha, das der Bremsfahrwerk hab ich noch, das genau. Aber mehr nicht. Das sind aha, die Scheiße, ich bin irgendwie komm da einfach nicht vorbei! Alter, was geht? Was geht denn bei dem TT ab? Okay, Maxi, jetzt brauchst du Grenzer geht ab! Ups, Louis! Danke. Brauch echt ein fitteres Getriebe. Oh, shit, Mann! Ich bin Anfang fest im Kopf. Hören! Ich dachte, das war dir zu langsam. Komm, du schaffst 220 Maximum, ich schaff nicht. Du bist eine Rennfahrer oder was? Nein, ich schaff. Ja, und für die Jungs hier, ne? Schönen Gruß nach Enschede. Oh mein Gott, Junge. Prost. Bitte lass es uns im Sommer machen. Grabber Stonks, Grabber Stonks. Ja, du hast es im Sommer. Nee, ich hätte es halt im Winter. Ich hab eben. Oh. Du hast es ja eben schon gehört, du bist angestellt. Ich bin schwächer als ich. Also, wir 5 sind ungefähr auf einem Level. Farox F. Und gefallen. Ja, lass mal. Haben alle T-Autos. So, dann lasse ich mal meine 1300 Newtonmeter klicken. Alter, wie hab ich am Anfang gesehen? Diese Auto. So, tschüss. Sieht schön aus da hinten. Nein. Ich hab's am Ende. Turbo. Ich hab's nicht mal auf 200 geschafft. Was? Ich bin nicht letzter, du was? Ey, guck mal mit dem schwächsten. Ey, Farox. Ja, irgendwie spiegelt sich was ab, Bis auf Sören also, und Snowy, Ich würde sagen, es spiegelt sich ja schon was ab. Leute, die Animes auf dem Auto haben sind schneller. Oh. Ich würde mal ganz kurz sagen, ich setze einen kurzen Cut und wir sehen uns bei der nächsten. So, und ihr seht uns jetzt schon wieder am Blackstone stehen, aber diesmal ein bisschen eine andere Disziplin doch noch mit dabei. Wahrscheinlich werden die gleichen wieder ähnlich erfolgreich sein, aber vielleicht haben sie auch vergessen, ein wichtiges Teil einzubauen, nämlich die Bremse. Und wir machen jetzt einen kurzen Test von 0 auf 100 auf 0. Ja, bin mal ganz gespannt, was dabei rauskommt. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Das könnt ihr jetzt alle einzeln machen. Vielleicht nicht die beiden, die nebeneinander stehen, gleichzeitig losfahren. Und wenn ihr quasi 100 erreicht, dürft ihr voll auf die Bremse stempeln. Und dann bitte stehen bleiben, da wo ihr dann endet. Dass wir das einfach kurz so ein bisschen anschauen können und dokumentieren. Pascal, fährst du zuerst, oder? Ja, dann mach doch gerade von links nach rechts durch, dann auf den Machen. Ja, das stimmt. Machen. Bombt euch halt nicht weg, wenn ihr. Also von links nach rechts, ja? Ja, Grolsch fängt okay. An. Geht nach vorne, ich hoffe, bremsen. Kannst dich ein bisschen nach links stellen, ne? Na, ja, bleib mal stehen. Yoshi. Wieder links finden oder. Der hat halt ein schweres Auto und überstehen. Ja, aber guck mal, die bremsen da. Boah, der hat ja. Wild, Oscar. 2 Tonnen, ne? 2 Tonnen! Wie viel wieg ich eigentlich? 1,4? Yoshi, ein bisschen nach links. Nee, Pascal. Kann ich? Ja. Let's go. 1,4, ich hab eine Tonne. Dieser Golf. Ich bin aber noch zu Bremsen verbaut, hätte ich gesagt. Jawohl, ich hab ihn nicht so.
die Muse beschleunigt halt richtig schnell, aber hat wahrscheinlich halt auch richtig beschissen im Bremsweg. Junge, ich hab die Drag-Reifen drauf, ich hab gar keinen Grip. Komm, der Land Rover, was kann er? Du hast keinen Grip auf den Drag. Okay, das ist... Ich hab nicht verkackt, genau. Ich hab mich richtig hingestellt, weil ihr das gar nicht könnt. Axi, es ist nass. So, kann ich? Also Justin hat sie richtig gemacht, hat sich an mich auch nicht auf den Raum hier gestellt, das sieht perfekt. Oh, Alter, wie schnell der beschleunigt. Boah. Okay, das ist tatsächlich ein sehr einheitliches Feld, ne? Ich bin nah bei Grolsch und Farox, den beiden hier, die mir gerade am sympathischsten sind. Wie schnell der andere Porsche, bitte? War das ja, okay. Mein Freund. Was ist der denn jetzt, User? Auf 100 und dann runtergebremst. Ich komm nicht auf die 100 wahrscheinlich. Tschüss, Morfino. Tschüss. Hat er den Rückwärtsgang geschalten? Er hat den Rückwärtsgang geschalten. Ja, ja, dann kann man schneller bremsen. Das war gar nicht schlecht. So. Ja, weiter, so. weiter. Jetzt kannst du noch. Nein, nein, rutsch weiter. Aber Max, du bist einmal gestoppelt. Warte, geh mal ganz kurz in den Foto, dann kann man das vielleicht besser sehen. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Warte, so. Ganz hinten der User, dann kommt irgendwie. Nee, ganz vorne im Endeffekt. Ja, also in der Wertung ganz vorne, aber jetzt hier auf dem Trip ganz hinten. Also dann ich stehe vor Snowy. Irgendwie der Snowy. Du stehst vor Snowy, ja, okay. Ja. Dann kommst du. Hören, dann kommt Yoshi, ne? Mhm. Da hätte ich gesagt, komm schon ich. Dann nice. Ja, wie meinst du das jetzt mit For Snowy? Ja, Snowy steht. Ja. Du bist weiter gefahren als Snowy. Ah, ne, bei mir stehe ich. Also bei mir habe ich einen kürzeren Bremsweg. Echt? Ja. Ja, du hast einen kürzeren, genau. Du, Snowy, und dann kommt. Wer fährt denn den Ding? Yoshi, danke. Yoshi fährt ihn, danke. Ja, dann. Ich, Nice Fiber, Justin. Dann kommt, ja, genau, wer auch immer den jetzt fährt. Trapper, die Shitbox. Trapper, danke. Mit Porsche und dann wird's hier, das ist knapp. Farox, dann, ja, ich weiß nicht, Moment. Hinten oder vorne? Also, ich glaub, also bei mir ist erst Grolsch, dann JK und dann Farox. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Okay. Ja, aber der Golf aber auch nur ganz knapp, oder? Hätte ich den Frontbügel wegmontiert, wäre ich gleich so weit wieder Golf. Ich möchte auch einigen, dass der Renault der letzte ist. Ja, der Renault ist ja, ist ja auch okay. Ein Fotofinish hier, ey. Ich kann schon mal anteasern, es wird das gleich ein Rennen geben und da sehen wir uns dann auch wieder nach einem kurzen Cut. So, und da sind wir auch schon im Rennen und der Zufallsgenerator hat entschieden, wir fahren im Winter, wir fahren eine Straßenrennveranstaltung und noch on top, wir fahren auch noch einen Sprint. Okay, User. Das kommt natürlich mit dem Powerbuild von User jetzt völlig zu. Ich hab keine Sprint! ja, wir ziehen auch nicht schlecht. So, die Winterbedingungen bin ich nicht ganz zufrieden. Ich bin auch schon Jeremy Clarkson. Danke, Snowy. Danke, vielen, vielen Dank, dass du das Auto fahren kannst. War die Kollision aus? Nice Collection. Nee, Kollisionen sind tatsächlich. Mein Gott, du bist Alter. Nee, lass euch da die Kollision aus. Da hast du welche Vollidioten gefahren. Nein. Jetzt hast du wirklich gerade am Checkpoint. Alter, fahr auf zu mir. Connection kickt oder was? Justin! Nein, Jutta, kannst du nicht schneller? Ja, ich kann nicht schneller und das ist besser hier so. Drag-Tire ist rutschig als übel Fleck, Mann. Wie viel kannst du maximal? Ich hab Serienreifen. Oh, crap, danke. Ich pack ab ein bisschen mehr, aber... Max, du lass dich durch. Was hab ich jetzt wieder getan? Ich will nicht an Farox vorbeifahren, der Leibe zu sehen. Weil die Leute bocken sich ab, die gegenseitig raus. Das ist halt der Fleck. Ja. Komm schon. Ja, gut, aber im echten Leben kannst du. Ja, im echten Leben. Ja, Mann, da hätte ich auch mal eine Chance. Ich komm nicht weiter, ich komm nicht weiter. Komm schon. Oh, User. Ja. Bitte, die Xbox, komm schon. Boah, schade. Ich bin doch fast am Max-Sexer geworden, was? Alter! What? Alter, ich bin doch in der ersten Hälfte. Und wir sehen die Porsches. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, da wir uns jetzt hier am Skiverbruch getroffen haben, gibt es auch eine neue Challenge. Der Zufallsgenerator hat entschieden, wir müssen einen Blitzer absolvieren. Und zwar einen Blitzer im Offroad.
Und da gibt es eigentlich nur zwei Stück und das eine ist nur eine Gerade und das ist klar, wer da wieder gewinnen würde. Deswegen müssen wir ein bisschen Challenge zumindest einbauen, dass es nicht ganz so eindeutig wird, aber ich glaube, da kann eh keiner mehr von dem Platz verdrängen. Deswegen fahren wir jetzt im Steinbruch in den Blitzer, was natürlich so ein bisschen eine besondere Herausforderung ist, weil der Felsen umgeht. Aber nichtsdestotrotz, ich würde einfach mal anfangen. Es hat jeder einen Versuch und die Zeit am besten dann gleich sagen, bevor sie unten wieder verschwindet, damit alle das hören. Fahren die, die dann hinter uns stehen, einfach wieder nach vorne? Genau. Genau, also ihr könnt eigentlich auch schon ab der Hälfte von der Strecke los. Wenn ich jetzt, könnte gut losfahren, der nächste schon. Ist er schon. Ich bin durch den Blitzer durch mit 193,06. Boah, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe, geht gegen 0. So. Komm. Drohne. 176,95. User joined your channel. Also, er kommt in 1-2 Minuten. Yay. So. Justin hat gerade leichte Motorprobleme, aber ist gleich wieder bei uns. 183,71. Was hatte ich gesagt? 176, genau. Das schreibe ich ja nachher alles noch rein. Ich hab's auch. 213,74. Oh. Nein. Schreib rein. Nein, ich hab gegen Stören verloren. Oh mein Kamera. Ja, bitte. Holstein gegen mich verloren. 193. Was magst du? Du hattest 190. Irgendwas 100, mit 190. 193, glaube ich, hatte ich. What the fuck? Was? Whee! Ja, 143,73. Bin mal gespannt, was User macht. User sind 250. Ich hab halt keine Leistung drin. Kann ich doch gar nicht fahren, das ist ja der Witz. Dann halt Topspeed, was waren das? 220? Huch. Ja, wenn er in den roten Bereich geht, ein bisschen drüber. 220 ist das auch rot, aber das ist halt echt. Wird gleich User kommt so. Werden, weil ich krieg hier die Kurven nicht. Habt ihr gecuttet oder so? User kommt einfach so an. Nein. Also ich kann das gerade, weil ich es anders nicht schaffe. Geil, ich bin in der oberen Hälfte. Bei 12, stirb alleine. Ja! Nicht schlecht. Jawohl, Trapper. So, sind wir alle durch? Ja. Jo, ja. Dann kommt noch die Zeit, werde ich dann noch in der Tabelle nachschauen. Und wir sehen uns entsprechend beim nächsten Rennen. Tschüss. So, da sind wir jetzt auch schon an der letzten Challenge angekommen und wir wollen noch mal so ein bisschen ins echte Top Gear reinfühlen. Ja, denn die müssen ja auch immer von A nach B fahren und die Autos halten nicht so viel aus und dementsprechend, damit sie nicht so viel aushalten, haben wir jetzt auch Simulationsschaden eingeschaltet und werden das Ganze so ein bisschen machen wie einfaches Lost In, ja, und zwar ihr dürft jetzt alle mal auf die Karte gehen und dürft den Punkt angucken, wo wir hinfahren, aber sobald wir losfahren, dürft ihr die Karte nicht mehr aufmachen. Was ist überhaupt für ein Punkt? Der Punkt, an dem wir jetzt fahren, ist Arthur Seat Aussichtspunkt. Okay. Bitte, das dann ist die Kupplung falsch gesetzt, die ist bei mir noch am Tor. Ja, ich werde da keine Gruppenroute hinsetzen. Den Weg müsst ihr selber finden. Aber das ist doch mal eine Gruppenroute. Ich habe euch jetzt eine Gruppenroute hingesetzt, dass alle den Punkt sehen, wo der ist. Ihr dürft euch jetzt angucken, wo der ist. Aber ich werde es jetzt wieder wegnehmen und dann werden wir quasi ohne wissentliche Sicht hinfahren. Ihr dürft euch, wie es im echten Top Gear halt auch der Fall ist, so leicht wegboxen und so, aber ihr dürft euch natürlich nicht in die Felsen schieben und komplett demolieren. Und es muss auf Straßen gefahren werden. Offroad-Wege sind oder normale Straßen, ist eure Sache. Moment, aber Arthur Seat, das war da oben auf dem Berg. Ja. Ja. Genau. Das heißt, du musst da Offroad-Wege fahren. Ja, genau. Deshalb darfst du auch Offroad-Wege fahren. Du darfst Offroad-Wege fahren. Und dementsprechend gesagt, wenn alle bereit sind, geht's los. 3, 2, 1, Power. Du! Alter! Das stimmt alle erstmal weg. Sehr gut. Macht eure Motoren kaputt. Nein! Der Mazda! Wie viele Leute fetzen den Land Rover leckt übel weg? Oh mein Gott! Ja, mein Elektrofahrer ist übel. Ja, der Land Rover leckt übel. Aha, ich bin Big Brain. Aber es ist einfach so was wie ein Maschinengewehr. Weißt du, der drückt dir nicht nur einen Schuss, der drückt dir alle. Ja. Das B
Speed und Power. Power! Power! Ey, in der Kurve lässt mich der Landy halt schon stehen. Ey, du kannst einen unnormalen Power. Nein! Ist da gerade jemand in die Felsen draufgestellt? Nee, oder? Gut. Jetzt auf der Geraden hole ich den Fokus wieder auf. Darf ich zumachen? Ja, ich darf zumachen. Geh weg, User. Nein! Was und? Ich sollte nicht hinter dir fahren. Na, wenn ich das falsch bin. Eigentlich musst du gucken. Sometimes my genius is almost frightening. Oh, er leckt gerade richtig. Achtung. Leckst richtig. Falsch. Ja, Maxi. Pass auf, nicht, dass der Ball da gleich über den Abgang macht. Alter, du ziehst ja voll an mir vorbei. Ja, ich hab einmal hochgesteuert, ich muss mich mit der Bremse setzen. Ich brauch keinen Griff in der Kurve, mach den Zwiebel an. Whee! Guck dir den Mist an, Mann, bis ich rausbleibe. Einfach mit dem Zwiebel an. Okay, ich hab noch keinen Schaden. Das ist immer sehr gut. Ja, ich hab nicht genug Power, aber du bist mega schnell unterwegs. Justin hat einfach so eine Stunde vorher ist er einfach gestartet. Moin! Wow. Alter, nein, ist falsch. Ich hab echt Angst, dass du mir gleich richtig einen auf die Motorhaube gibst. Ich nehm dir Spaß. Scheiße, ich bin falsch abgebogen. Alter, ich bin im Begrenzer drüber. Nee. Ich komm nicht mal auf 220, also. Wir machen einen langen Ball. 230, 240, 250. Yoshi, Alter, was bei dir los, Junge? Ich fahr grad mal 210. Ja, 1600 Newtonmeter. Jetzt hat mein Spiel zu komplett aufgehört. Scheiße. Ich kann einfach nicht wagen im Spiel. War es gerade einer von euch? Ja, hallo, das war ich. Oder? Ich meine, ich bin beim Festival. Es wird immer spielbar, ich weiß nicht warum. Durch die Stadt durch, das kann halt alles versauen. Ja, deswegen fahr ich nicht durch die Stadt. Aha. Versuche ich außerhalb der Stadt zu bleiben. Wait a second, ich fahr grad falsch rum. Ich bin ein behinderter Spaß. Wer weißt du das? Ich werde ihm hinterherfahren, blöderweise. Nee, mir ist auch kein Richter. Weil ich jetzt nur noch Lex habe, weil das wird immer schlimmer. Was ist mit dem? Als die Minute noch durch, bis wir das geschafft haben. Komm, weil ich vielleicht das Horst auf dem Ding auf der Straße. Ja, ich habe erstmal gebremst, so nach 270, 280. Ah, ich fahre 190. Wo ist eigentlich noch einen Gang? Nee, das war mein 6. Gang. Schade. Ich hab schon einen Golden Weg gemacht. Come on, 240. Nein. Oh, ja, Mann, 260! Alter, Powerbild, du musst da was reißen. Komm, Powerbild, los! Oh shit, Mann, du bist ja direkt hinter mir! Aber sicher! Ich hab fast einen blauen Transit mitgenommen. Ich hab 2 geht für das Mal. Ich bin gerade so auf A-Klasse, ja. Warte mal, dein Auto muss schon echt übelste Scheiße sein. Junge, Alter, wie ich um die Kurven gehe, wie ich jedes Mal rutsch, Mann! Man könnte natürlich auch noch so ein Ding so einbauen. Das hat keinen Sinn, ich brauch da nicht gute Stadtfahren mit diesem Lex, Alter. Hier, ich bin A-Klasse jetzt Autos kriegst du dann quasi mehr Abzüge als... Wäre auch noch eine gute Idee. Oder geht auch nur, weil ich ein B-Klasse Auto, ein A-Klasse Auto fahre. Kein S1. Oh mein Gott, Alter, ich fahre hier lang, auf einmal kommt die Tram. Boah. Ja, das ist mir auch so gegangen. Was ist User? Ja, hast du gesehen, wie langsam ich noch die Kurve? Ich hab irgendwie das Gefühl, ich fahr komplett falsch. Ich auch. Ziemlich lost. Ich bin einer von du denkst, du fährst falsch. So. Aber mit diesem Lag, Alter, bin ich in den Kurs gefahren. Und das Lag zu brutal. Ich bin fast mit der Ja, meinst du gerade, er fährt falsch? Hallo, JK. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Ich wollte abbiegen. Ja, sei froh, dass du mich dabei hast, Maxi. Und dass ich mich verbremst habe, so richtig peinlich, Mann. Quasi sowas wie eine Sünde, wenn man einen User dabei hat. Haut dir voll die Bremse da rein, ey. Ja, Mann, Sören. Wo will der Gun hin? So, aber wo genau ist der Aussicht? Ich weiß. Ich hab keine Ahnung. Ah, ihr seid schon da, scheiße, Mann. Ja, ich bin auch schon da. Ey, Mann, da ist halt auch alle irgendwie. Justin, was hast du für eine Abkürzung genommen, Mann? In die Meterlinie. Ich komm, bin gerade beim Klamm angekommen. Los, Yoshi! Ich hab keine Ahnung. Du nicht! Ja, wir können Eric Dino ja mal ein paar Tipps geben, der ist am Anfang. Nein, da kommt der User, ich war vor ihm. Shit. Ja, jetzt kommt nochmal eine Kurve. So wenig Meter vor dem Spiel, das gibt's doch gar nicht. Autsch! Aber mein Motor hat noch nicht abgekriegt. Mach Nummer 3. Hallo, Mann. Das Ding, ich hab dich doch überholt, wie bist du schon wieder?
bin eine gute Linie gefahren. Wie seid ihr denn gefahren, hä? Ja, er hat einfach so offen. Wo bist du lang gefahren? Parallel zu der Hauptstraße. Ist jetzt an dem... Aha. Geradeaus weiter und dann unten am Haus diese lang durchfährst. Warte, warst du den übelsten Weg. Scheiße, ich hab den Aussichtspunkt nicht gesehen. Krass. Die Autobahn. Ich hab's gefunden. Rollstrecke mit JK. Feuern. Köpfe. Was? Ja, Sören ist hinter mir. Ja, du Hund. Also ich sehe den Fahrer schon. Was kann ich sagen? Na, mich. Ich sehe den Berg. Ich sehe den Berg. Jetzt noch wieder hin. Wo ist ein Marifino? Da ist er, glaube ich, oder? Ja, also Richtung stimmt auf jeden Fall. Wer war das? Futter? Gastin. Gastin. Nein, ich war Zweiter. Ich werde hier andauernd angestopft. Ich muss mein Profil echt ändern auf. Dann bin ich 5. Auf online. Huch. Nein, da ist Crapper. Crapper ist noch nicht da. Was? In der Aufnahme. Ja. Und Snowy, wo bist du? Ich war gerade in Broadway. Ach so. Ah. Oh. Oh, oh, Ausflug gemacht. Naja, gut, ich hole mir gerade mal eingerufen gewesen, ja? Die Feste sind falsch abgebogen. Ja, aber Yoshi, wir waren eigentlich relativ gleich schnell. Und ja, trotzdem vor dir. Da, wie kommen wir jetzt hier hoch? Wo war ich, hab den übelsten Fehler gemacht. Ich bin einfach hier unten, bin ich links abgebogen und bin an diese gestrichelte Linie gefahren und war dort unten. Ich bin am Feste falsch abgebogen und war in Broadway. Jetzt zwei ja, oh, guck mal, da unten ist Crapper. Ich kann dich nicht verstehen. Haben wir sicher von hier oben? Ja, die labern auch alle irgendein Shit wieder. Zweimal rechts halten. Ah, rechts? Meinst du so? Ja, da kommt Crapper angefahren. Ich weiß nicht, was Crapper macht. Das war für Maritino. Maritino, ich sag dir rechts. Aber warst du über die Seite echt schneller als User? Als ja, da. Überleg doch mal, Maxi. Du musst mal gucken, unten am Haus. Castleview Road. Wenn du die Straße hochgehst, landest du auch beim nördlichen Kreisel. Seid über Castleview Road gefahren, was habt ihr denn aber gemacht? Justin war ja da oben bei uns, der war ja bei der Kreuzung am normalen See noch bei uns oben. Ja, aber das bei der Kreuzung, wo du zu diesem Parkplatz da abbiegen kannst, also zu dieser Blitzezone vom Castle, oder ob du links abbiegst über Princess City, das hat gerade auch durchgefahren. Körper, dreh mal oben. Diese kleine Straßenschlucht da. Körper, dreh mal oben. Warum? Oh. Oh. Und da ist er na klar schneller, weil er direkt schon am Berg rauskommt mit der geraden Strecke. Da kannst du Moment, ich muss gerade mal mit der Wohnen muss ich. Erstmal bei 90 Grad, der Motor hier auch raus. Wohnen muss ich. Der musste nur noch gerade gerade die letzten zwei Kurven musste dann daneben, war schon aber schon dort. TT bleibt da. TT bleibt da. Bitte. Klepper, wo willst du hin? Also bei 90% Motor ist man raus, oder? Crapper, du warst schon da und bist weggefahren. Nee, oder? Oder du warst echt genau da, aber... Ist aber lustig, dass er das einfach geglaubt hat. Ja. So, die Richtung sieht schon gleich irgendwie ehrenlos oder so, der Arme. Ja, genau, Crapper, das Crapper, ist der richtige Weg. Du standest richtig. Ja, hättest auch die anderen nehmen können, die anderen gestrichen. Warte, ich mach Crapper ein Geschenk, okay? Ja, ich sehe jetzt schon nicht. Warte, ich mach ihm ein Geschenk. Also, Crapper, guck mal nach oben. Da ist ein Abarth runtergefallen. Moin! Whee! Achso, Crapper ist noch auf der unteren Straße, okay. Ja, ja, ich glaube, später hat er es bemerkt. Ich glaube, ich habe User gefunden. Hä? Oder? Keine Ahnung. Was wird sein? Damit User natürlich da angekommen. Das Gute ist, ich habe ja auf Aufnahme. Hä? Wo muss ich lang? Dementsprechend kann keiner wieder sprechen. Ich kann ziemlich gut schneiden. Also. Ja. Der musst du mir mal sagen, wo du geschnitten hast. Dann muss ich mir auch noch schneiden. Geil, Isa. Schade, das heißt, du bist leider vorletzter. Nein, das ist nicht der offizielle Weg. Krolsch, willst du runter? Oh mein Gott, Alter, da ist Snowy. Im Audi, im Red Bull-Look. Mashallah. Einfach der Hübsche. Spaß. Audi ist kacke. Okay. Aber Justin, ich fasse es immer noch nicht, ob du uns outdated hast. Aha. Nein, scheiße, also, ich hab ein Problem. Bis? Nein, ich häng auf der Ich bin genau mit Yoshi angekommen. Und? Wie krass. Zum Fick hab ich das im Willkommen? Jungs haben Problem. Yoshi. Runter mit dir. Yoshi. Nein! Oh mein Gott! Ein Problem. Also ich hab jetzt 70 Motor wegen dem Kerl, der mich da eben die Klippe runtergeschmissen hat. Danke. Ich hab 23, Lappen. Oh nein, oh nein, fahr doch nicht rückwärts, fahr doch nicht rückwärts. Du scheiß Auto. So, wer fehlt denn das mal? Ich häng auf einer Klippe fest. Ich fehl noch.
mein Getriebe. Danke, Yoshi, du hast mein Getriebe zerstört. Reinlegen. Junge, bin ich nicht so in der Nähe von euch, ja, oder? Das ist offensichtlich, Tuareg, hör auf. Hör auf. Ja, dann haben wir es doch alle irgendwie noch hierher geschafft. Das ist schön. Und damit haben wir jetzt auch echt einiges gemacht mit unseren Autos. Und ich sag wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.